Letzter Punkt zu den Vektoren aus dem R hoch n, der Begriff der Basis. Was ist eine Basis? Ein kleines Beispiel im R hoch 2. Da funktioniert es immer so schön einfach. Ich zeichne hier mal zwei Vektoren ein. A1 und A2. Diese beiden Vektoren sind linear unabhängig. Das heißt, ich kann jeden beliebigen dritten Vektor, sagen wir mal der hier, ich nenne ihn B, diesen Vektor kann ich darstellen als Linearkombination von A1 und A2. Also ich muss den A1 noch ein kleines bisschen verlängern und dann kann ich hier parallel hochgehen oder andersrum. Nee, so nicht. Etwa so. Also, ich kann diesen Vektor B zusammenbauen aus A1 und A2. C1 mal A1 plus C2 mal A2. So, das klappt. Und man kann sich auch sofort überlegen, das klappt für jeden beliebigen Vektor aus dem R hoch 2. Ne? Also, Überlegung. Jeder Vektor des R hoch 2 lässt sich als Linearkombination von A1 und A2 darstellen. Ja, das klappt auf jeden Fall. Und das kommt noch dazu, diese Darstellung ist auch eindeutig. Na, so, diese beiden Eigenschaften, die sind grundlegend dafür, dass man sagt, die Vektoren A1 und A2 bilden eine Basis. Also, definieren wir das mal kurz. Definition sind n Vektoren A1, A2 bis AN aus dem R hoch n, das ist jetzt wichtig, Anzahl der Vektoren gleich Anzahl der Einträge in dem Vektor, sind diese Vektoren linear unabhängig, dann bilden sie eine Basis des R hoch n. Und der zentrale Begriff ist hier eben der Basis. Was bedeutet das? Das bedeutet, jeder Vektor b aus dem R hoch n lässt sich eindeutig als Linearkombination von a1 bis an darstellen. Also, das macht so eine Basis aus. Jeder Vektor kann dargestellt werden und die Darstellung ist eindeutig. Vektoren mit dieser Eigenschaft nennt man auch Basisvektoren. Also, das ist unsere Definition. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen,
Ich zeichne hier zusätzlich noch die Einheitsvektoren ein. Sie erinnern sich, was nehme ich für eine Farbe? Magenta. Die Einheitsvektoren in Richtung der Koordinatenachsen mit der Länge 1. Sagen wir mal so, ich schreibe es dazu. E1 im R hoch 2 ist das der Vektor mit den Komponenten 1, 0 und E2 mit den Komponenten 0, 1. Und jetzt ist es klar, ich kann natürlich B auch als Linearkombination von E1 und E2 darstellen. Ne? Wenn B die Komponenten B1 und B2 hat, dann ist B natürlich auch B1 mal E1 plus B2 mal E2, diese Komponentendarstellung. Und wir haben also, wir sehen, die Einheitsvektoren bilden auch eine Basis, und weil die so eine wichtige Rolle spielen, haben sie einen eigenen Namen. Die heißen kanonische Basis. Kanonisch hat jetzt nichts mit Kanonen zu tun, sondern Kanon in dem Sinne von, das ist was ganz Grundlegendes. Also, Basis von dem R hoch n, das haben wir geklärt, n Vektoren aus dem R hoch n, die linear unabhängig sind. Es gibt jetzt noch zwei spezielle Arten von Basen, die heißen orthogonal und orthonormal. Ich zeige es an einem Beispiel im R hoch 2. Jetzt können wir uns vorstellen, erster Basisvektor A1, der zweite Basisvektor, sagen wir mal so, A2, und dazwischen ist ein rechter Winkel. Was wir hier haben, ist eine orthogonale Basis. Halten wir das mal allgemein fest. Eine Basis A1 bis AN des R hoch N heißt orthogonal. Falls die Basisvektoren rechtwinklig zueinander stehen, oder im R hoch N, da gibt es ja diese Rechtwinkligkeit nicht mehr, da sagt man, das Skalarprodukt muss zu 0 werden. Also, falls der ite Basisvektor skalar multipliziert mit dem j-ten Basisvektor 0 ergibt, wenn das nicht derselbe ist. Also für i ungleich j. So eine Basis nennt man orthogonal. Jetzt kann man sich noch vorstellen, dass wir einen Schritt weiter gehen und sagen, alle Basisvektoren sind wieder orthogonal zueinander, aber sie haben zusätzlich noch die Eigenschaft, dass sie die Länge 1 haben. Also A1, A2 mit der Eigenschaft, die Länge von A1 ist gleich der Länge von A2 ist gleich 1. So eine Basis nennt man orthonormal. Da kommt jetzt noch dazu die Eigenschaft, das Skalarprodukt von zwei Vektoren ist 0, falls das nicht derselbe Vektor ist, und 1, falls i gleich j ist. Ne, wenn wir zwei Vektoren der Länge 1 oder wenn wir einen Vektor der Länge 1 skalar mit sich selber multiplizieren, dann ist das Ergebnis auch wieder die 1. Ne, damit haben wir also geklärt, orthogonale und
normale Basen. Die sind sehr schön, weil man wunderbar mit denen rechnen kann. Muss ich hier noch dazu schreiben, das hier ist eine orthonormale Basis.